Es ist attraktiv, es macht Spaß. Karten haben ein Element dabei, dass man da gerne damit umgeht. Es wird immer alles digitaler. Faszinierend in dem Thema finde ich im Prinzip die Abbildung, die Darstellung der Welt im virtuellen Bereich. Im alltäglichen Leben inzwischen eigentlich überall auch sieht, nutzen kann auf jedem Smartphone. Dass man ein automatisches, einfach zu handhabendes Messsystem hat, was kartografische Problemstellungen löst. Und dennoch habe ich das Ziel, was zu verbessern. Rutsch, das sind dann On-the-Fly-Karten, das heißt Standardbewertung, Standardanalyse. Das wird halt die Technik sein, mit der wir in der Zukunft arbeiten. 3D-Visualisierung, Augmented Reality, was Stichwort Google Glass ist. Stadtmodell von Berlin zum Beispiel, das besteht dann auch mal aus 100 Milliarden Punkten. Kommen die einzelnen Fachthemen, die dort interdisziplinär bearbeitet werden mit den entsprechenden Technologien. Die Jobchancen liegen bei 100%. Geomatik 2014 in Hamburg. Wir wollten von den Experten wissen, warum sie hier sind. Einmal Informationsgewinn, ja, über die aktuellen Techniken, was eingesetzt wird, wo andere Erfahrungen sammeln, aber natürlich dann auch Kontakte. Das ist mit das Wesentliche, dass man Kollegen trifft und andere Institutionen schaut, wie da die Anwendungen sind, weil es einfach eine sehr dynamische Entwicklung gibt, wo man schauen muss, dass man da einigermaßen Schritt halten kann. Die unterschiedlichen Themen, ich war jetzt gerade in der Sitzung mit den kleinen Flugkörpern, wo wir selber auch sehr viel machen, das ist im Prinzip ja ein sehr spannendes Thema, wo Fachliches eigentlich auch richtig Spaß machen kann, weil so eine Flugkörper schon zu fliegen und sowas ist ja schon faszinierend. Ja gut, zum einen die Vorstandsratssitzung der DGFK, in der ich teilnehmen möchte und auch zu einem gewissen Teil natürlich auch muss. Zum anderen natürlich auch der Ausblick, wo geht die Geomatik hin, wo ist aktuell der Ausbildungsschwerpunkt, wo finden sich die Studenten wieder. Dass der Laie, der Bürger oder die Bürgerin den Inhalt besser versteht, das heißt die Lärmsituation in einer Stadt besser erfassen kann und im besten Fall mitdiskutieren kann, wenn Planungsmaßnahmen getroffen werden. Firmen, die praktisch neue Messgeräte anbieten, Vermessungsgeräte, unbemannte Flugobjekte oder das Peilwesen, Datenerfassungen aus dem maritimen Bereich, das sind die Dinge, die mich jetzt interessieren, die ich mir hier anschauen möchte. Und mein Bereich ist natürlich die Kartografie, aber auch was mit GIS zu tun hat, mit Geoinformationsmanagement zu tun hat. Der Deutsche Kartografentag, das ist der Anlass, warum ich hier bin, ist die Möglichkeit, mit anderen Forschungsgruppen sich auszutauschen, Forschungsergebnisse vorzustellen und auch neueste technologische Entwicklungen, die sich vollziehen, hier von den Firmen präsentiert zu bekommen. Fachleute, viele Anwendungsbereiche. Aber wo genau liegt der persönliche Schwerpunkt? Die Zukunft der Geomatik in der immer feineren Darstellung praktisch der realen Welt im virtuellen Bereich besteht. Es gibt immer mehr Anwenderkunden, die wollen es sozusagen immer genauer wissen. Man muss immer mehr Details praktisch abbilden können von der Welt im virtuellen Bereich, um alle möglichen Entscheidungen treffen zu können oder wie auch immer beratend tätig zu sein. Wir können vieles. Gerade im Forensikbereich sind wir tätig, zum Beispiel Tatortvermessung. Wir messen was ein und danach kann es aufgeräumt werden und wir haben es digital vor uns liegen. Hyperspektrale Messtechnik ist eigentlich ganz ähnlich wie normale Kameramesstechnik. Eine normale Kamera nimmt ein vollständiges Bild auf, eine Videobildrate mit drei Farben, Rot, Grün und Blau, kennt man ja. Hyperspektrale Technik nimmt 125 oder mehr Kanäle auf, auch in Videobildrate. Datenbanken, Algorithmik, Visualisierung, was wir heute Morgen gehört haben, Virtual Reality, Augmented Reality, also eigentlich wirklich sehr, sehr spannende Sachen, bis hin eben zu, dass man das im alltäglichen Leben inzwischen eigentlich überall auch sieht, nutzen kann, auf jedem Smartphone. Im Prinzip wird es dem Bürger bewusst, dass das eine Bedeutung hat, also das macht es schon spannend. Bei der Visualisierung, da geht es halt darum bei uns, dass wir wirklich massive Daten haben, also wir haben Stadtmodell von Berlin zum Beispiel, das besteht dann auch mal aus 100 Milliarden Punkten.
Und da ist dann die Frage, okay, wie kann ich diese Datenmenge sinnvoll visualisieren? Wir haben dabei elektronische Karten, die sind egozentrisch ausgerichtet. Und das verändert mit Sicherheit, da gibt es zahlreiche Untersuchungen und wir wollen das Ganze auch empirisch belegen und mit Zahlen unterfüttern, die Raumwahrnehmung irgendwie der jungen Menschen, der sogenannten Digital Natives. Die neuen Anwendungsmöglichkeiten, die diese Daten mit sich bringen, also nutzergenerierte Daten erlauben uns zum Beispiel auch subjektive Eindrücke, die Personen haben, zu erfassen und dann später auch zu visualisieren. Wie wir vielleicht alle wissen, ist, alles findet irgendwo statt. Alles hat irgendwo einen Raumbezug. Und diesen Raumbezug zu erfassen, zu modellieren, zu verarbeiten, ist die Aufgabe von den Geodomänen, Geodisziplinen, wie der Geodäsie, der Geomatik, der Geoinformatik, der Fotogrammetrie, der Fernerkundung. Und letztlich muss ich aber diese Informationen auch einem Menschen präsentieren können. Einem Entscheidungsträger vielleicht, einem Touristen, meinem Nachbarn, all denen möchte ich gerne die Geodaten so präsentieren können, dass sie damit etwas anfangen können. Das ist die Aufgabe der Kartografie. Wir verwenden Karten. Das ist extrem interessant, ein spannendes Gebiet. Und das ist das, was ich auch gerne mache. Ich bin mit Leib und Seele Kartograf. Was begeistert Sie an Ihrem Thema? Dass man nicht nur irgendwelche Grafikeffekte programmiert, sondern dass man auch irgendwas programmiert, was auch einen Sinn hat, also was auch einen Nutzen hat für die Fachwelt. Und gerade bei Punktwolke hat man eben diese Massivität, die einen dann wirklich an die Grenzen auch der Leistungsfähigkeit moderner Hardware bringen. Also da kann man auch richtig schön mal alles ausprobieren. An dieser Thematik fasziniert mich, das wird halt die Technik sein, mit dem wir in der Zukunft arbeiten, mit dem junge Menschen unterwegs sind, was eigentlich die Grundlage ist für alle diejenigen, die Interesse haben an der Geomatik, an einem Studium der Geomatik, also sowohl die Studierenden wie auch später natürlich die Anwenderinnen und Anwender. Ja, Kartografie ist deswegen interessant, weil es ist attraktiv, es macht Spaß. Karten haben ein Element dabei, dass man da gerne damit umgeht. Also es gibt so diesen Spruch, man blättert gern in einem Atlas oder man fährt mit dem Finger auf der Landkarte herum. Das macht man gerne. Es gibt viele Leute, die spielen gerne mit Google Maps herum, gehen mit Karten auf Handys herum. Das hat dieses attraktive Element. Visualisierung von nutzergenerierten Daten. Also es ist ein sehr spannendes Thema, weil mit den nutzergenerierten Daten diese ganz eigene Charakteristika mitbringen im Vergleich zum Beispiel amtlichen Daten, die sich dann auch in den Visualisierungsformen letztlich niederschlagen. Ein Beispiel: Augmented Reality. Ja, wir brauchen gar nicht mehr fertig bauen, sondern wir können uns im Prinzip vorher schon anschauen, wie was aussieht, dann in diese Planung schon eingreifen und das Ergebnis ein bisschen vorwegnehmen und dementsprechend die Planung und Steuerung des Projektes anpassen. Es ist aber auch relevant, ich kann damit wirklich, es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich kann die Welt damit retten. Ja? Das ist ein Desaster irgendwo, das ist ein Erdbeben. Ich brauche Karten, um den Leuten dort zu helfen. Und dennoch habe ich das Ziel, was zu verbessern. Das heißt, es gibt da kleine Stellschrauben und ich habe das Gefühl, ich kann mich wirklich einbringen und was dazu beitragen, dass die Bürger einen Inhalt, der recht komplex ist, besser verstehen. Das sehe ich bei unseren Studenten. Also die Jobchancen liegen bei 100%. Teilweise kriegen wir für wissenschaftliche Projekte bei uns nicht mal mehr unsere eigenen Leute aus dem Masterprogramm in einen wissenschaftlichen Angestelltenvertrag, weil die sagen, ich verdiene in der Privatindustrie mehr. Was sagen Sie allgemein zur Tagung und zum Tagungskonzept? Ja, sehr gut, sehr gut. Also kann ich nur begrüßen, weil durch die Geoinformationstechnologie diese einzelnen Fachbereiche sehr stark zusammenwachsen. Es gibt da die gemeinsame Technik und dann kommen die einzelnen Fachthemen, die dort interdisziplinär bearbeitet werden mit den entsprechenden Technologien. Und das bildet sich eben aus hier in dieser Tagung und ist gerade auch für unsere Studierenden hier die ganze Bandbreite der Geoinformationstechnologie kennenlernen können. Diese Schnittfelder und diese Synergieeffekte, die wir haben durch die verschiedenen Tagungen, ist absolut notwendig und zukunftsfähig. Was mich da am meisten fasziniert, ist, dass wir nicht
4 verschiedene Veranstaltungen haben, sondern eine Veranstaltung mit einem Programm. Und jeder, der hier ist, kann in jede Stream, in jede Session hineingehen und muss nicht sagen, das ist die Kartografie-Sitzung, ich lege es in die Kartografie, da ist die Fotogrammetrie, da ist die Geodateninfrastruktursitzung, sondern das Programm ist für alle offen. Uns in unserer Disziplin durch die vielen verschiedenen fachwissenschaftlichen Verbände eigentlich eher gegenseitig bekämpfen, als eine gemeinsame Geschichte zu machen. Und für mich gibt es unter dem Dach Geodäsie, Geoinformatik eigentlich eher den Ansatz, dass man solche Sachen bündelt und nicht konkurriert. Das ist gut an der Tagung, dass das doch ein recht breites Spektrum ist. Also dass es anfängt bei der reinen Erfassung und dann aber auch in die Informatik mit reingeht. Das heißt, man hat ein sehr breites Spektrum, das eigentlich alles gut abdeckt. Ich finde es sehr gut, dass hier versucht wird, eine Synergie zu erzeugen. Sicher mal ein ganz interessanter Versuch. Hier in der Session zur Aus- und Weiterbildung hat sich es wirklich auch gemischt. Diese verschiedenen Plattformen, Geoinformatik, Fotogrammetrie, Fernerkundung und Kartografie am Ort zusammenzubringen, weil doch alle Disziplinen sehr eng miteinander verzahnt sind, voneinander profitieren. Weil die Inhalte, die hier vorgestellt werden von verschiedenen Fachorganisationen, Kartografie, Geoinformatik und Fernerkundung und Fotogrammetrie auch zentrale Inhalte unseres Studiengangs sind. Die Hafen City University ist ein weiteres Highlight der Hansestadt. Begeisterung? Hamburg finde ich ganz, ganz toll. Ich bin ganz aus dem Süden, aus Österreich hierher gezogen. Es ist eine total spannende Stadt, also architektonisch wahnsinnig interessant, vor allem da mit der neuen Hafen City, und dementsprechend finde ich auch das Gebäude natürlich auch super. Tatsächlich die HCU es geschafft hat, das Gebäude so rechtzeitig fertig zu kriegen, dass die erste große Tagung, eine Geomatik-Tagung an der HCU ist, und das wird bleiben. Also das Tagungsgebäude ist natürlich sehr, sehr schön. Die Kollegen, die hier zukünftig arbeiten werden, sind zu beneiden. Und ich denke, Hamburg ist auch immer eine Reise wert für so eine Veranstaltung. Ich bin begeistert von der Teilnehmerzahl der Tagung. Das ist für mich beeindruckend. Ich bin seit 2-3 Jahren inzwischen auf dieser Tagung, und ich glaube, das ist die größte. Der Hafen City University ist schon lange als Begriff bekannt. Jetzt sind wir endlich auch mal hier vor Ort. Früher war das im Nord irgendwo. Das war ein bisschen enttäuschend, wenn man da hingekommen ist, weit weg vom Hafen. Und wir hatten die letzten 2 Tage einfach spitze Wetter, um hier direkt am Hafen zu sein. Ja, also Hamburg ist großartig. Ich bin hier, meine Frau kommt aus Deutschland, ich bin Österreicher. Meine Frau hat immer schon gesagt, Hamburg ist echt super, ist eine super Stadt. Und ich muss sagen, sie hat recht, ist echt eine tolle Stadt. Der Hafen macht's meines Erachtens extrem. Und die HCU und das Gebäude hier, das wird echt ein Landmark werden. Und ich bin eigentlich extrem froh drüber und fast stolz, dass ich am Beginn, am Eröffnungstag dieses Gebäudes hier auch sein durfte und da was beitragen konnte. Also das war schon eine tolle Sache. Ja. Die Entwicklung der Geomatik in den nächsten Jahren. Was sagen die Experten zur Zukunft? Ist sicherlich 3D-Visualisierung, Augmented Reality, was Stichwort Google Glass ist, dass dort auch Informationen in Echtzeit verarbeitet werden muss, räumlich präsentiert, annotiert werden muss. Auch im Bereich von massiven, großen Datenmengen ist die Geolokation das Einzige, mit dem man viele unterschiedliche Datenmengen verknüpfen kann und auswerten kann. Nur das ist die gemeinsame Basis, und dadurch gibt es viele spannende Anwendungen, sei es im Verkehrsbereich, sei es in der Stadtplanung, im Smart City Bereich, sei es im Umweltbereich. Also da ergeben sich noch viele neue Anwendungen. Ich habe das Gefühl, dass Geodaten immer mehr zunehmen werden. Wir haben alle ein Smartphone in der Tasche, fast immer ein GPS-Signal. Das heißt, ganz, ganz viele Anwendungen, egal ob ich jetzt schaue, wann mein nächster Bus fährt oder andere Anwendungen, basieren auf Geodaten. Das heißt, es wird auch in Zukunft wichtig sein, diese Daten nutzbar zu machen. Die Geomatik wird meiner Meinung nach weit weg von dem gehen, was wir ursprünglich mal hatten. Ich bin da vielleicht das beste Beispiel für. Ich bin auch durch Zufall in den Bereich reingerutscht. Das sind dann On-the-Fly-Karten, das heißt Standortbewertung, Standortanalyse, aber in einem ganz anderen Umfang. Wir werden uns mit Berufsbildern beschäftigen müssen.
die wir so vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben? Die Zukunft ist da, dass Geoinformation allgegenwärtig ist, jeder nutzt es, dass wir trotzdem aus meiner Sicht auch noch Spezialisten brauchen, die die Methodik, Algorithmik im Prinzip weiterentwickeln, dass aber im Prinzip im täglichen Leben angekommen ist. Ja, ich denke, es wird in Zukunft immer mehr darauf hinauslaufen, dass gerade so Sensoren immer mehr Verbreitung finden im Alltag. Also wir haben ja Fahrzeugsysteme, zum Beispiel Fahrassistenzsysteme, die die Umgebung ganz hart scannen. Und grundsätzlich kann man da natürlich dann auch angreifen und diese Daten weiterverwenden für zusätzliche Analysen, für Visualisierung zum Beispiel. Also theoretisch wäre es dann denkbar, in Zukunft so eine Art Google Earth zu haben, aber als Live-Bild, als Live-3D-Modell sozusagen, was sich ständig aktualisiert. Sensorische Informationen. Sensorische Informationen wird noch viel stärker in unseren Alltag mit Einzug halten. In bis zwei Jahrzehnten. Fast alle Prozesse, die raumwirksam sind, und das sind ein Großteil der Prozesse und die Daten, die da zusammenhängen, die Geodaten, werden gesteuert werden über die Technologie, die zusammensteht mit der Geomatik. Ja, und das ist in Zukunft halt gar nicht mehr wegzudenken. Ja, die Zukunft ist, dass diese ganzen Geodisziplinen, die Geomatik, die Geodäsie, die Kartografie, noch viel, viel wichtiger werden für unsere Gesellschaft. Ich sage das deswegen, weil die UNO, also nicht ich sage das, sondern die UNO sagt das. Die UNO sagt, auf dem höchsten Level für die Entwicklung der Menschheit, das klingt auch wieder ganz pathetisch, werden die Geodisziplinen extrem wichtig sein. Wir brauchen unbedingt eine vernünftige, intelligente Geodatenverarbeitung mit all diesen Disziplinen, weil das eigentlich für die Entwicklung der Wirtschaft, der Gesellschaft, der globalen, das Lösen der globalen Probleme extrem wichtig ist.